Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 9 News Update. Man könnte es nochmal ein kleines XXL News Update bezeichnen. Ich habe nochmal anderthalb Seiten voller Sachen aufgeschrieben, die man so vielleicht noch nicht gehört hat, die man aus den Patch Notes nicht rauslesen konnte. Es gab nämlich einen Deathstream vor einigen Tagen, der ging 47 Minuten. Den habe ich jetzt mal komplett auseinandergenommen. Ich habe hier und da ein paar Bildmaterialien für euch, nicht viel, reicht aber aus, um aussagekräftig zu sein, gerade für Valkyrie. Die hat nämlich noch eine Passive, die man so gar nicht wusste. Und vom Arena-Modus habe ich noch ein paar einzelne Informationen, wie das abläuft und so weiter und so fort. Es lohnt sich auf jeden Fall hier dran zu bleiben. Wir fangen einfach mal mit Valk an. Sie hat zwei passive Fähigkeiten tatsächlich. Die erste passive Fähigkeit, sollte klar sein, ist ihr Jet. Aber die zweite passive Fähigkeit, zieht euch das mal rein. Jedes Mal, wenn wir uns im Skydive befinden, werden die Gegner markiert. Sowohl wenn wir aus dem Jumpship springen, können wir 1A die Gegner verfolgen, wo genau die landen. Wie oft haben wir das? Wir versuchen vielleicht während des Sprungs uns umzusehen, ob wir irgendwo ein paar Skydive-Spuren finden. Und manchmal sind die sehr, sehr bescheiden zu erkennen. Ich mache es nochmal an. Und jedes Mal, wenn wir vielleicht entweder so einen Ballon nehmen oder eben uns mit der Ulti in die Luft bewegen, können wir quasi Gegner spotten. Was noch nicht bekannt ist, ob das eine unendliche Reichweite hat, vom Anfang bis zum Ende der Map, sage ich jetzt einfach mal. So genau ist das noch nicht bekannt, aber das ist auf jeden Fall eine Passive, die sich lohnt und passt auf jeden Fall zu den aufklärenden Legenden. Weiter mit dem Arena-Modus, ganz kurz erstmal angerissen, bevor es später ein bisschen mehr wird. Der Arena-Modus sollte eigentlich nur ein Limited-Time-Modus werden und sie haben das lange, lange getestet und haben gemerkt, Mensch, das sollte eigentlich was Größeres werden und daraus ist der Arena-Modus entstanden. Das einfach mal der Vollständigkeit halber. Dann ist auch interessant, im Arena-Modus Waffen, die man kauft, aber nicht benutzt, also wirklich nicht reinwechseln, nicht schießen, genauso wie die ultimative Fähigkeit, die sollen wir in der Folgerunde weiter behalten. Das heißt, wir müssen in der Folgerunde die Waffe nicht nochmal kaufen. So wurde es beschrieben. Wie gesagt, alles, was ich hier jetzt zusammentrage, ist alles aus dem Deathstream und logischerweise demzufolge bestätigt. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, ob das nachher tatsächlich so ist, weil ursprünglich hieß es nur die ultimative Fähigkeit. Wenn wir die nicht benutzen, ist die in der Folgerunde immer noch aktiv. In der Arena gibt es Zonen, die kleiner werden, ob es mehrere Zonen gibt oder ob einfach der Ring sich ganz langsam schließt oder ob es dann Stopp gibt, ist auch noch nicht bekannt. Rundenzeiten auch nicht bekannt. Lootboxen beinhalten immer zwei Batterien, ein Phoenix-Kit, ein Medikit. Wir starten die Runden mit zwei Spritzen und zwei Schildzellen. Jede Runde wohl, wie ich das rausgehört habe. Und es soll auch so sein, dass Heil-Items, ich habe es mir jetzt gar nicht so genau angeguckt, aber Heil-Items sollen im Allgemeinen relativ teuer sein. So, dann habe ich noch einen Devotion Battle Pass Skin aus dem letzten Trailer. Haben wir ja einen der beiden, entweder den 100er oder den 110er gesehen. Ich zeige euch jetzt die andere Variante, die sehr geil ist. Und kurz danach gibt es aus dem Trailer auch noch passend zu dem Battle Pass Wraith Skin einen Spitfire Skin. Sieht man nur ganz kurz, aber den Devotion Skin, den finde ich persönlich zum Beispiel sehr, sehr edel. So, hier haben wir den Wraith Skin aus dem Battle Pass und passend dazu diesen Spitfire Skin. Ja, kann man haben, muss man nicht. So, was haben wir noch? Was auch interessant ist, im normalen Battle Royale dauert es ungefähr 5 Sekunden, bis Valk mit ihrem Valkyrie, mit ihrem Skyward ganz oben angelangt ist und dann in den Skydive übergeht. Wir können das auch in dem Arena-Modus aktivieren. Ich weiß zwar, wird wahrscheinlich eher selten passieren, aber da soll es 2,5 Sekunden dauern, bis wir ganz oben angekommen sind. Dann haben wir, die Information hatte ich auch schon drüber gesprochen, offiziell der Ranked-Modus soll auch für den Arena, also Ranked soll auch in Arena-Modus kommen. Wahrscheinlich nicht in dieser Season, nahe Zukunft hieß es, vielleicht in Split 2, was für mich aber keinen Sinn macht. Ich denke eher in Season 10. In Season 10 sollen auch eventuell ein paar Anpassungen an Waffen gemacht werden, weil darüber wurde aber nicht mehr verraten, denn in Season 9 wurde sich ordentlich auf den Arena-Modus konzentriert. Es wurde kurz angesprochen, dass in Season 10 mehr Waffen-Stuff kommt, wahrscheinlich auch neue Aufsätze. Da sind sie aber nicht näher drauf eingegangen. Dann ist auch noch was Interessantes, das war auch nicht bekannt. Sollte es im Arena-Modus zum Sudden Death kommen, quasi in die 9. Runde, die finale Runde, soll es Krankenscheiß
so wird es grob beschrieben im Care Package sein. Es wurde uns nicht gesagt, was. Einer der Game Directors hat nur gesagt, spielt's bis dahin, wenn das schafft, und dann lasst euch einfach mal überraschen. Ich weiß es nicht, ob in der 9. Runde man sehen kann, was im Care Package drin ist. Die ganzen Runden über sieht man ja, wenn man sich die ganzen Sachen kauft, sieht man unten rechts blau, welche drei Waffen drin sind. Ob man das in der 9. Runde sieht, ist nicht bekannt. Dann ist es so, dass wir in den ersten zwei Runden, man hat zwar aus dem Trailer Bildmaterial gesehen, da ist gerade die erste Runde aktiv oder da startet die erste Runde, da hat man einen lila Helm und einen lila Körperschild. Das passt aber nicht ganz zusammen. Im Deathstream heißt es, dass wir in den ersten zwei Runden ein blaues Schild tragen, demnach zufolge sicherlich auch einen blauen Helm. In den Folgerunden bis einschließlich der 9. Runde, der Sudden Death Runde, haben wir ein lila und in der 9. finalen Runde, wenn wir es wirklich bis dahin schaffen sollten, ein rotes Schild. Dann gibt es die Sorge, dass sich jetzt Respawn mehr auf den Arena-Modus konzentriert. Das stimmt natürlich nicht. Das wurde auch gesagt, der Battle Royale-Modus ist immer im Hauptfokus. Aber auch der Arena-Modus wird jetzt ständig geupdatet. Die gucken sich natürlich jetzt an, wie läuft der Arena-Modus, ist das alles stabil. Da wird es sicherlich auch irgendwelche Änderungen, Fixes und so weiter geben. Und es wird auch natürlich neue Maps geben. Also ich gehe davon aus, dass wir irgendwann Skulltown endlich bekommen. Kaskaden, den Ring of Fire und so weiter und so fort. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Map-Rotation komme ich gleich zu, wird sehr interessant. Care-Package und finale Zone. Warum habe ich das hier stehen? Das habe ich schon erzählt. Die Map-Rotation. Also wir starten auf jeden Fall auf Olympus die erste Woche. Ich habe nur die richtige Map-Rotation für den Arena-Modus. Wie das jetzt in Season 9 mit Kings Canyon, World's Edge und Olympus läuft, wurde in dem gesamten Deathstream leider nicht gesagt. Wir haben auf jeden Fall die erste Runde wegen den Map-Änderungen Olympus. Wir können aber im Ranked-Modus schon den World's Edge spielen, wenn wir keinen Bock auf Olympus haben. Wir haben im ersten Split World's Edge, im zweiten Olympus. Was mit Kings Canyon passiert, ist noch nicht bekannt. Was aber jetzt auch sehr interessant ist, wie läuft das mit den Maps im Arena-Modus? Es wird so sein, wir haben ja drei verschiedene Maps, die maplastig sind, also ein Point of Interest, wie sie so schön sagen, von jeder Map einen besonderen Ort, wie zum Beispiel beim Kings Canyon ist die Artillerie, haben wir die erste Woche die Artillerie als Map und die zwei, ich sag mal, ausgedachten oder fiktiven Maps, Face Runner und Party Crasher, sollen dauerhaft drin sein. Ob die jetzt jede Stunde oder anderthalb Stunden rotieren, so wie es mit der Standard Battle Royale Map Rotation ist, weiß ich nicht. Möglicherweise können wir uns auch zwischen den Maps aussuchen, welche wir spielen. Einzig und allein die Battle Royale Maps, wie zum Beispiel eben vom Kings Canyon. Die Arena-Maps, aber ganz wichtig, die rotieren wöchentlich. Ich habe jetzt schon auf zwei verschiedenen Seiten gesehen, dass es heißt alle zwei Wochen, aber im Deathstream wird aller Woche genannt. Das heißt, wir haben jedes Mal drei Maps zur Auswahl und ob es da eine zeitliche Rotation gibt, ist allerdings nicht bekannt zwischen den Maps, wenn ich jetzt gerade anfange zu zocken. Haben wir noch was? Nächste Seite. Ja, jetzt kommen wir zum Compound Bow. Ganz interessant. Habe ich ein bisschen Gameplay vorbereitet. Ohne jegliche Hop-Ups soll es so sein, dass wir das maximale Spannen des Bogens soll ungefähr 0,5 Sekunden dauern. Wie die Reichweite sich verändert, wenn wir vielleicht den Bogen nicht komplett spannen oder wie sich da der Damage ändert, wurde leider nicht genannt. Ich gehe aber davon aus, dass das sich ein bisschen anpasst. Pfeile sind zu finden pro Stack 32. Sie sollen aber sehr, sehr selten zu finden sein. Das haben sie auch beschrieben. Und ich glaube, wir haben standardmäßig, das wurde nicht beschrieben, ich habe es aber in irgendeinem Gameplay mal gesehen, ich glaube 64 Pfeile. Und wir müssen natürlich logischerweise nie nachladen. Die Pfeile können in Objekten stecken bleiben. Sollten die Pfeile nicht von dir selber sein und du hast einen Bogen, kannst du diese aufheben, einzeln oder eben so viele, wie hier gerade bildlich dargestellt sind. Ich sehe gerade, dass das nicht ganz mittig ist. Das sieht natürlich ein bisschen kacke aus, ist aber nicht weiter dramatisch. Und wir können die Pfeile aus der Deathbox ziehen. Wenn wir einen Gegner mit dem Pfeil, mit den Pfeilen töten, anhitten, wie auch immer, er wird später getötet, können wir diese Pfeile bitte aus dieser Deathbox ziehen. Und wie gesagt, sollten wir Pfeile irgendwo finden, die irgendwo drinstecken, können wir die nur aufheben, wenn wir auch einen Bogen haben. Hier gibt es nochmal ein bisschen Death-Livestream-Gameplay oder Death-Stream-Gameplay. Mensch, jetzt fehlen mir die Worte über die Shatter-Rounds.
Das ist dieser Streuschuss für die, das Dead Marks Tempo heißt es, glaube ich. Habe ich mir das Gameplay gespart. Das zeigt einfach, ich kann ja hier noch einmal das anmachen. Zack, jetzt gehen wir noch mal hier hin, weil ich hier ein bisschen viel drumherum gequatscht habe. Es soll einfach noch mal die Streuung des Aufsatzes ein bisschen zeigen. Hier wird ein bisschen zwischen den einzelnen Dummies geschossen, um zu zeigen, dass die Streuung relativ groß ist und man trotzdem die Gegner noch relativ leicht treffen kann. Natürlich wie bei der Mastiff diese berühmten Elver-Hits, die manchmal ganz schön nervig sein können. Dann wurde gesagt, dass Octane zurzeit Number One Pick Rate ist, all over. Das ist sehr interessant. Das könnte sein, dass wir in Zukunft noch mehr Nerfs wahrscheinlich für Octane bekommen. Dieses eine, was wir jetzt, oder die in den Patch Notes ist ja bekannt, dass wir jetzt jede Sekunde uns die Stim-Injektion reinballern können und statt 12, 20 HP verlieren. Das soll passend dazu ein kleiner Nerf sein. Ob das jetzt so effektiv ist, das wage ich zu bezweifeln. Ich gehe davon aus, dass in Zukunft da auf jeden Fall noch mehr kommen wird. Fuse soll in Zukunft noch mehr, wie sie immer so schön sagen, Liebe bekommen. Wie das aussieht, wissen wir auch noch nicht. Vielleicht in Split 2. Lassen wir uns überraschen. Die Ulti von Lifeline. Da wird ja versprochen, dass das Care Package jedes Mal ein Upgrade bereithält. Es heißt aber jetzt in dem Deathstream, dass mindestens einer aus dem gesamten Squad ein Upgrade bekommt, was ihn besser macht. Das ist nicht einzig und allein auf Lifeline bezogen. Irgendwie erkennt dann wohl das Spiel, Achtung, da muss jetzt was drin sein, dass wenigstens für einen von dreien oder eben zweien, wenn er Duos spielt, den jeweiligen Charakter ein bisschen upgraded. Triple Take hatte ich in den Patch Notes vergessen zu erwähnen. Auf der Triple Take können wir keine Sniper-Objekte, Sniper-Scopes mehr drauf machen. Und wir haben das Level 1 Körperschild, das wird ja nicht entfernt. Es wurde eine genaue Zahl genannt, wie viel Prozent wir weniger dieses weiße Körperschild finden. Und zwar um 33-34% finden wir das weiße Körperschild als Ground Loot. Weniger ist auf jeden Fall eine feine Sache. Lasst mir einen Daumen für 1, 2, 3, lasst mir einen Daumen für dieses Video da, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Noch 2 Tage. Bis Season 9. Ich streame auf jeden Fall am Dienstag in die neue Season rein. Ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.